Hallo und herzlich willkommen zurück bei Arg Samstag. So, wir sind hier auf der kleinen grünen Wiese mit dem kleinen braunen Haus und den zwei kleinen Dinos. Und waren jetzt kurz davor, hier mal ein bisschen Zaun zu bauen, damit unsere Dinos auch in Sicherheit sind und wir dann bin wieder ein bisschen erkältet. Damit wir dann die anderen Dinos holen können, die zwar klein sind, aber sie sind uns doch ans Herz gewachsen. Ich weiß schon nicht mehr, wie sie heißen, aber sie sind uns ans Herz gewachsen. Aus diesem Grund. Why is he so slow? No. Oder. Wir brauchen erstmal dringenderweise Holz. Holz muss sein. Denn was wollen wir bauen? Entschuldigung. Wir wollen bauen Wooden Foundation. Nee. Hä? Wo ist das Ding denn jetzt? Habe ich es gar nicht gelernt? Doch, muss ich gelernt haben. Foundation. Nein, hä? Hä? Haben wir es nicht gelernt? Ich muss das prüfen. Wooden Railing. Ach nee, das ist ja die Fen. Ah. Wir wollen Fence Foundations bauen. Nicht Fan Foundation, sondern Fence Foundation. Davon brauchen wir eine ganz, ganz große Menge. Because we have to, surround this whole area with the fences, würde ich mal sagen. Warum spreche ich jetzt Englisch? Ich habe keine Ahnung. Macht aber auch nichts. Du kommst zwar auch mal mit, Bernd. Nein. Bernd, Z ist nicht follow, Z ist kacken. Und davon brauchen wir echt eine Menge. Und dann brauchen wir noch ein Behemoth Gate. Ich würde sogar sagen, wir werden jetzt erstmal ein paar Fence Foundations bauen. Und anschließend werden wir erstmal das Behemoth Gate placen, weil da muss man sagen, ist es so. Oh shit. Oh shit. Ach, ich dachte gerade, das wäre ein Dings gewesen. Ja, ich bin overcrumbled. Ich dachte gerade, das wäre ein Stego gewesen. Der hat mich nämlich mal so weggebolzt. Kacke, wie kriege ich ihn jetzt hier? Komm mal her. Hier, komm. Komm her. Komm her. Haben wir hier noch irgendwas Schweres drin, was wir wegschmeißen können? Oh Gott, ist das schwer. Wir können mal 12 Steine wegschmeißen. Oh ja, da kommen wir zumindest wieder. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Komm her, Parasaurus. Komm. Warum sind die so schwer? Haben wir erst 14 Stück gebaut? Ach du Scheiße. Das ist aber ganz schön wenig. Ich denke, wir brauchen so um die 100. Naja, gut. Er baut ja auch noch, ne? Muss man ja auch mal so sagen. Ich mache noch mal ein Dings hier an. So. Jetzt gucke ich, dass ich mich hier noch hinbewegen kann, damit ich ihm gleich wieder das Zeug da reinsetzen kann. Ja, und wenn wir dann das gebaut haben, wie gesagt, machen wir Behemoth Gate. Wir können mal gucken, was das braucht. Ziemlich. Ach nee, jetzt kann ich nur das, in der Smithy kann ich das nur machen, oder? Ja, das kann ich nur in der Smithy machen, da muss ich danach gucken. Die müssen wir, glaube ich, auch erstmal bauen, oder? Oder haben wir die gebaut? Ich weiß es nicht. Wir müssen gleich alles mal schön in Ruhe angucken. Too much. Wieso? Moment. Achso, der baut noch. Weil was braucht das Ding? Thatch. Thatch haben wir aber auch nicht mehr viel. Und Fiber haben wir noch ein bisschen. Aber wir brauchen definitiv, brauchen wir ein bisschen Metall gleich mal. Oh, Level up, Level up, Level up. Welches Level haben wir jetzt? Wir müssen kurz gucken. Na, lohnt nicht. 38, 210, 210. Wait noch ein bisschen hoch skillen. Ein Level müssen wir noch machen. Wir brauchen aber ein wenig Thatch. Dafür nehmen wir unsere Spitzhacke und thatchen hier mal ein wenig die Bäume ab. So, das reicht erstmal wieder. Aber ein paar bauen wir noch. 32 geht. Wie viel können wir noch bauen? 5. Dann machen wir noch eine Runde und dann gucken wir mal, was das Behemoth Gate so braucht. 9, 9, 9, 9, 9. Komm. Ein Baum geht noch. Das dauert aber auch lange. Ich hätte meinen Crafting Speed hochstellen sollen, wa? Haben wir auch viele Beeren. Da sieht so nur Hunger aus. Ah, die können wir nicht mal essen. Wenn wir schon da sind, dann können wir hier mal die Beeren reinlegen und.
Die sind eigentlich gut zum Tamen, aber egal. So, jetzt sollten wir keinen Hunger mehr haben. Jetzt kann ich noch Stimberries essen, dann habe ich wieder Hunger. Und Durst. So, 40 Stück, das reicht immer noch hinten und vorne nicht. Aber egal, wir werden erstmal zwischendurch gucken, was uns das Behemoth Gate so kostet. Das wird eine ganze Menge sein. Also Steine zum Beispiel. En masse, wirklich. Also, oh, reicht das sogar gerade? Ist ja heftig. So, Fiber ist jetzt auch alle. Das heißt, wir müssen jetzt sowieso erstmal kurz zurück. Und ich werde gleich erstmal das... Nee, da wollte ich gar nicht lang eigentlich. Das Ganze unterbrechen, um kurz ein wenig Metall zu holen für eine Söchel. Wait, what? Warum rennt er weg? Ich muss das überprüfen. Ich mach das gleich. Ich bring erstmal unseren Holzträger weg. Was machst du da? Auch nichts. Alles gut. Das ist ein Ego, der ist nicht so schlimm. Alles im grünen Bereich. Das heißt, wir... Komm. Geh weg. Phenomenomenomenomenomenomeno. So. Ist da irgendwas Böses? Nö, alles nur Parasaurus. Na gut. So, du bleibst mal hier stehen. Aber wir nehmen dir mal ganz kurz zumindest die Hälfte hiervon ab und gucken, ob wir uns noch bewegen können. Ja. Denn die legen wir eben mal hier rein, weil wenn der unterwegs stirbt, wenn wir... oh, shit. Kein Platz mehr. Wir müssen noch eine Kiste bauen. Reicht das? Nein, natürlich nicht. Cheater! Wir haben kein Fiber mehr und... Oh Gott. Haben wir denn das Smithy gebaut? Nee, ne? Müssen wir das sowieso noch machen? Oh. Bernd ist ein bisschen verwirrt, weil er hier auf Follow steht. Bernd, mach mal nicht Follow. Du kriegst nochmal kurz die. Ich muss eben eine Smithy bauen gehen. Ganz wichtig. Und stirb hier nicht, ja? Also nur, dass du es weißt. Wir gucken mal, was wir für eine Schmiddy brauchen. Eine Smithy braucht Metal Ingots. Oh, Kacke. Das heißt, wir brauchen erstmal einen... Hide haben wir, Wood brauchen wir, Fiber brauchen wir. Okay, wir brauchen erstmal 125 Stone. Stone holen wir uns mal... da. Stein, Stein, Stein. Üpf. Zählt mit, bitte. Nee, das ist Quatsch. Das war Flint. Ich brauche Stone. Das sind schon mal 20. Das sind schon mal 66, 80. So. Hier brauchen wir aber noch viel, viel mehr für. Aber auf der anderen Seite ist noch mehr Stein. Das, den kann ich nicht abbauen. Alles klar. Das ist ein Buggy-Felsen. Oh, shit. Obwohl, nee, geht. Wo ist denn Bernd jetzt hin? Ah, und bam. Jetzt müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir schon 125. Ja, das reicht. Oh Mann, jetzt brauchen wir noch Holz. Wie viel Holz brauchen wir? Für eine Schmiedi, wir brauchen 30 Holz. Das ist easy to go. Dann nehmen wir dich hier, wa? Bam, bam. So, Holz ist erledigt. Was brauchen wir noch für eine Schmiedi? Wo ist sie, wo ist sie? Ach Quatsch, den wollten wir noch bauen. Fiber. Wait, what? Von wem rennst du weg? Vor wem rennt ihr alle weg? Ich bin verwirrt. Ich muss kurz hier, Bernd. Oh, shit. Wie ist das komisch? Die rennen alle weg, aber ich weiß nicht, wovon. Ah, doch, jetzt weiß ich es, glaube ich. Nee, auch nicht. Kannst du mal kurz mit... Nee. Kannst du mal kurz mitkommen einfach. Und dann brauchen wir... Oha, da ist ein Kano. Wir müssen mal kurz ein bisschen Fiber sammeln und dann muss ich das wegbringen. Elf Fiber, 16 Fiber, wie viel brauchten wir? Den Kano da hinten muss ich gleich mal klatschen. Der nervt. 27 Fiber. Oh, das müsste jetzt reichen.
Jetzt muss ich mir nur noch da aus meiner Hütte muss ich mir Hide holen. Da haben wir aber genug drin. Bernd, bleib mal bitte da stehen. Was fehlt denn jetzt noch? Oh shit, wir wollten ja das bauen. Da habe ich ja aber was, das war ja falsch. So. Hide weg. Allerdings brauchen wir Metall. Zwei reichen nicht. Machen wir dann hier, machen wir erstmal den Ofen hin, würde ich sagen. Der könnte hier sehr schön hinpassen. So unter die Treppe. Und dann holen wir jetzt erstmal, habe ich hier noch was Blödes drin? Stein? Nö. Brauchen wir nicht. Okay. Ah doch, wir können mal hier, wo ist denn jetzt unser Mortar und Pestle gewesen? Hier können wir mal Flintstone machen. Bisschen davon. Und ein bisschen davon noch. So. Jetzt holen wir uns erstmal Kano Number One da hinten weg. Oh, hier ist noch ein Raptor. Ob du was stehen bleibst mal? Hallo? Ob du was stehen bleibst, habe ich dich gefragt. Na, der ist weg. Du musst ja ein bisschen aufräumen, ne? Es darf hier nicht zu brutal werden. Es ist so... Da, ja, da ist er ja. Nö, mein Kleiner. Welches Level hast du denn? Wenn du hochlevelig bist, dann überlege ich mir fast, dich zu tamen. Nee. Du bist Frischfleisch. Bernd sollte das... Oh ja. Wumms, hingekriegt, platsch, bumm, tot. Oh, sogar ein Primate. Jetzt sollte ich einen Rex finden, aber... Gucken wir kurz hier, was hier auf der... On the Wiese los ist. Dip, 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 dip. Geht eigentlich. Recht. So. Diese Viecher, echt. Nö, hier geht's eigentlich. Dann können wir jetzt mal ein bisschen Metall holen. Metall. Oh. Wait, what? Ist das ein Kano oder ist das ein Rex? I have to check this. Nee, ist ein Kano. Das ist ein Kano, den wir jetzt auch platt machen. Oh, da ist Raptorhausen ist da gerade. Die machen wir alle platt. Bleib hier. Haha, haha, alle weg hier, komm. Bamsen, bamsen. So, er lebt ja noch. So, aber wo ist denn jetzt der... Oh, ein Dodedictus. Hier war doch ein Kano. Hä? Hä? Ich bin verwirrt. Irgendwo war ein Kano. Ach, hier ist noch ein Raptor. Ja, du... Aua! Hat er mich gehauen? Der Sausack. Hier ist ja richtig was los. Hier oben ist es dann wieder ein bisschen friedlicher. Ich glaube hier, der backt nur ein bisschen. Können wir hier mal in Ruhe aussteigen. Und ein bisschen... Oh shit. Oh nein, ich hasse das. Bleib stehen. Ah, er hat. So, das war jetzt kacke, weil jetzt habe ich das Problem, dass ich zu viel Stein habe und Bernd mich so wahrscheinlich nicht mehr tragen kann. Richtig. So, dann wollen wir mal sehen, was hat Bernd denn geladen? Eine ganze Menge Scheiße. Aber eigentlich geht das. Na, davon können wir mal ein bisschen was droppen. So viel Scheiß brauchen wir nicht, aber... Das ist trotzdem noch zu viel. Wir müssen was loswerden. Wir müssen eine Menge loswerden. Ich will nicht so viel Metall da wegschmeißen. Wisst ihr? You know? Dann machen wir mal das Holz hier weg. Schade drum, aber... Müsste doch... Ja, jetzt müsste...
Wait. Wait, what? 218. Ach Gott, herrje, wir machen das anders. Follow me. Machen wir halt hier den Zu-Fuß-Weg. Das Gute ist, dann ist er nämlich schnell und ich auch und dann geht das halt so. Weil ich wollte das ganze Metall jetzt nicht wegschmeißen. Das wäre zu schade gewesen. Zu schade. Zu schade. Wir sind immer noch dazu gekommen, unser Biermods-Gate zu bauen. Das ist echt gruselig. Da ist ein Raptor. Ich muss den Raptor gleich töten. Und das geht nicht. Bernd, mach das mal. Attack my target. Wir gehen einfach mal an dem Raptor vorbei. Wobei der den auch alleine kloppen kann. Ach, da ist ja noch ein Kanu. Da ist ja noch ein Kanu. Ich muss mein Metall mal wegkriegen. Damit, hier mein... Aber eine Todesmeldung habe ich nicht gekriegt, oder? Lass mich doch in Ruhe. Kannst du den mal, danke. Auf Bernd ist Verlass. Wo ist mein Haus? Hä? Wo ist das Haus hin? Ich bin verwirrt. Massive, ah da. Ich war da ein klein... Oh, Gott sei Dank. I thought I lost Bernd. So, Bernd kurz. Komm mal hier hin, komm mal hier näher, komm mal hier näher, komm mal hier näher. Danke, 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 danke. Noch weiter, weiter, weiter. So. Nee. So. Like so. Jetzt machen wir hier mal Metall rein und jetzt haben wir hier wahrscheinlich schon ein bisschen Flintstone drin, ja, hier. Man kommt echt zu nichts, was Bauen angeht, oder? Oh, jetzt brezeln wir hier mal ein bisschen Metall und holen unterwegs schon mal Holz. Wieder. Aber erstmal muss ich hier wieder für Ruhe sorgen. Wo ist denn dieser Kanu hin? Da hinten war der? Nein, J, bist du weit weg gewesen. Welches Level hast du? Oh, Level 6, schon zwei Level höher. Ich frage mich echt, wie dieser 120er hier gespawnt ist. Das ist mir ganz schön schleierhaft. Eigentlich spawnen die so langsam höher. Naja, ich will mich nicht beschweren, weil er war schön eingebackt. Ich konnte hier mit meiner Killer Machine Bernd tamen. So, jetzt Holz. Da brutzelt schön unser Dach, hätte ich beinahe gesagt. Ich hab's gesagt. Hier, komm, du musst mal kurz weg hier. Danke. Störst nämlich. Und dann brauchen wir Wood. Und zwar auch wieder nicht ganz so wenig. Wie viel brauchen wir für die Schmiddi? Schmiddi, ach doch. Aber wir brauchen noch Stein. Ach du Scheiße. Dann holen wir uns auch nochmal Steine. Steine. Wupp. Folge ist auch gleich schon wieder vorbei, sehe ich. Das ist echt... Oh fuck. Das war das Falsche. That was the wrong one. Wie viel brauchen wir? Ich prüfe das nochmal. 50. Na toll, ich habe 47. Da ist noch ein Steinchen, den wir plätten können. Plöpp, plöpp. Oh, Bernd ist ein bisschen langsamer schon. Ah, ich will wenigstens noch die Smitty bauen. Und dann eigentlich schon mal gucken, was brauchen wir fürs Biomoth Gate. Weil das wird eine ganze, ganze, ganze Menge sein. Ich sag's euch. Na. Ach so. Wir brauchen noch
Heide. Und ein paar Ingots. Und jetzt bauen wir uns eine Smithy. So. Hehe. So geht das. So geht das. So, und die stellen wir einfach mal. Warte mal. Wenn wir hier reinkommen. So, dann machen wir das hier hin. Hier kommt so die Schmiddi hin. Kann man hier also hin und nach, es war sogar ein bisschen so weit weg. Egal. Ein Behemoth Gate. 450 Stein, 450 Holz, 450 Thatch. Du meine Fresse. Eins können wir allerdings machen. Wieso kann ich das nicht repairen? So wenig Metal. Aber wir haben hier ein bisschen was, ne? Die kann man nämlich auch nur in der Smithy im Moment reparieren oder im Biber, weil ein Biber ist nämlich eine laufende Schmiddi. So, 450, oh Gott, 450 Stein. Du kannst hier noch ein bisschen brutzeln. Wir brauchen auch noch eine Sichel. Habe ich die schon gelernt eigentlich? Eine Sickle. 18 Ingots, ach du Scheiße. Na gut. Wir gehen erstmal, oh, jetzt kann ich auf jeden Fall eins machen. Die Sachen hier rausnehmen, mich nicht mehr bewegen können. Die Sachen wieder reintun, mich wieder bewegen können. Kannst du mal weggehen, du Schildkröte. Und die dann nämlich hier reinlegen, weil das ist mir ein bisschen zu gefährlich, ist mir das nämlich. Ein bisschen zu gefährlich. So. Wir brauchen jetzt 450 Steine und ich habe kein Vieh, was das richtig tragen kann. Das ist total scheiße. Naja, egal. Müssen wir das halt nacheinander angehen. Immer schön gucken, dass auch nichts in mein Haus reinläuft hier. Ich denke, ich werde die 450 Steine mal offline sammeln. Und dann werden wir in der nächsten Folge einfach das Tor bauen, würde ich sagen. Guck mal, 100 haben wir schon. Das ist doch schön. Bernd, komm mal mit hier. Also von daher würde ich sagen, wir machen hier eine Pause. Oh, ich bin dehydrated. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder bei Ark Survival Evolved oder bei einem anderen meiner kleinen Projekte. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und das ganze Zeug, ne? Und ich muss kurz Wasser trinken. Das ist mehr als wichtig, bevor ich diese Folge beende. Und ich denke, wir sehen uns dann spätestens nächsten Samstag bei Ark wieder. Hoffentlich früher. Und ja, ich würde sagen, tschüss.